Hallo Hertha-Fans, wir müssen es einfach mal kurz so klären. Mal schauen, ob hier der eine oder andere dabei ist. Wir sind jetzt hier im Mommsen-Stadion. Ihr habt ja mitgekriegt, wir haben es halt leider mit dem Stream auf dem, mit dem richtigen Video jetzt einfach noch nicht so richtig hingekriegt, weil wir einfach irgendwie so eine Internetprobleme haben, dass es nicht so richtig klappt. Die, die jetzt hier gerade zugucken, einfach mal bitte im anderen Stream sagen, dass wir hier jetzt live sind. Vielleicht sieht es ja dann der eine oder andere. Gehen jetzt hier einfach mal rüber. Den Chat sehe ich hier noch nicht. Warte mal. Stellen wir uns alles ein. So, nämlich. Läuft. Top. Also vielleicht kommt ja der eine oder andere jetzt hier quasi von dem anderen Video, was wir da eingeplant haben, rüber. Weil an dem arbeiten die Kollegen denn da noch weiter rum. Wir stellen uns jetzt hier gepflegt einfach mal hinter das Tor. Haben leider natürlich schon so ein paar Tore jetzt hier verpasst. Ich will ehrlich sein, ich habe das erste und dritte selber noch nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, wer es geschossen hat. Wobei doch, ich weiß, wer es geschossen hat, aber ich habe es einfach selber nicht gesehen. Erste hat Gustav Christensen gemacht. Nach Vorlage von Flo Niederlechner. Zweite hat Nader Djindawi per Freistoß gemacht. Und jetzt, gerade eben, müsste der Löwe Sefuik das 3:0 gemacht haben. Macht mal keinen Scheiß hier mit Full HD. Ist wirklich die Qualität in Ordnung. Ich bin jetzt einfach mit meinem Handy hier online gegangen, weil ich mir dachte, irgendwie müssen wir jetzt hier wenigstens ein bisschen was zeigen. Dass wir Hauptsache irgendwie dabei sind, dass ihr mitkriegt, wenn hier ein Tor fällt. Ich stehe jetzt hier genau hinterm Tor von TB. Oh, abseits von Benze, schade. Aber wie gesagt, die Kollegen, die arbeiten da dran, dass es denn da von da oben, weiß nicht, ob man es jetzt sieht, da hinten ist der Kommentatorenplatz quasi und da sitzen auch die Leute, die es denn da für uns denn noch machen mit dem ganzen Stream, mit dem Kommentatorenplatz und so. Und die müssen jetzt halt leider irgendwie das da erstmal hinkriegen mit dem Internet. Ganz ehrlich, ich weiß, ich kann selber nicht sagen, woran es liegt. Ich weiß es einfach nicht. Ich stecke da nicht mit drin. Mich nervt es halt eher selber auch, könnt ihr mir absolut glauben. Hat mich übelst gefreut, jetzt hier mit das Spiel zu kommentieren, dass wir das Spiel natürlich auch ordentlich zeigen können. Aber wir machen es einfach mal jetzt so. Das muss auch gehen. Ist das hier eigentlich, ist das hier mein Platz? Ja, wollen wir uns einfach mal hinsetzen? Ich finde nicht, dass ich hier den Ball direkt in die Fresse kriege, aber was geht? Probier mal. Komm mal, so, ich setze mich jetzt hier einfach mal hin. Mittendrin statt nur dabei, Freunde. Ah, bester Platz hier überhaupt. Guck mal, gut gespielt. Da kommt Nader. Macht er nass. Ein bisschen getunnelt. Also der Einsatz stimmt hier auf jeden Fall. Nader hat übelst Bock. Können wir gleich mal so ein bisschen auf die Aufstellung hier auch eingehen. Robert Quasigroch heute im Tor. Spielen dann hier, wenn ich das richtig sehe, 4-1-4-1. Mit Toni und Kempfi als Innenverteidiger. Die sind ja sowieso gesetzt. Dann haben wir hinten links Sefuik, hinten rechts Kenny, Bilal Hussein als Sechser, Benze und und Karbovnik auf der 8. Und dann haben wir auf dem rechten Flügel Nader Djindawi, auf dem linken Flügel Gustav Christensen, der wie gesagt das 1:0 gemacht hat. Und ganz vorne ist FN7 Florian Niederlechner mit drin. Also, heute mal, wie gesagt, ganz wild, aber es ist ein geiler Platz hier. Machen wir es halt einfach mal so. Sage ich meinem Sohn auch immer, wir haben keine Probleme. Man muss einfach nur Lösungen finden. Oh, jetzt die Möglichkeit. Ich bin quer, da kommt er. Und da ist er doch. Stark, da steht sogar auf. Benze hier mit dem 4:0. Vorlage wieder von FN7. Und dann macht Benze das 4:0. Also muss man echt sagen, die Jungs haben hier richtig Bock. Die hauen sich hier komplett rein, spielen offensiv, spielen schön geradlinig und so, geben sich halt Mühe, dass das halt auch alles schnell geht. Und dann machen sie es einfach richtig, richtig gut. Ja. Wenn er hier neu dazu kommt, ist halt einfach mal was anderes jetzt so. Erinnert mich ein bisschen an die TikTok-Vibes, die wir zwischendurch mal hatten im Trainingslager in Amerika damals. Ja, so ein paar haben sich jetzt auch mal quasi eine Pause verdient. Also Marton
Ja, sowieso, der kuriert sich ja da so ein bisschen aus. Der ist ja da ein bisschen angeschlagen, auch aus dem Spiel gegen Schlacke gegangen. Fabi in Pause, Tabakovic eine Pause, die sind ja nicht mehr dabei. Oh, jetzt hier nochmal gut rausgespielt. Und dabei, das ist Sefuik. Ja! Der Löwe macht einfach den Doppelpack. Und der spielt heute als Linksverteidiger. Hat der Bock. Geil. Fängt jetzt an zu regnen hier. Aber ich habe ja hier mein Dach. Deswegen, mir passiert hier nichts. Freunde, es war 5-0. Geil. Die TikTok-Streams waren schrecklich. Okay, Mann, sorry, Bruder. Probieren uns ja halt auch mal ein bisschen aus, einfach. Einfach mal gucken, was alles so möglich ist. Aber ja, genau, wie gesagt, also die ein paar Jungs, Marton, Haris, Fabi, die sind hier auch mit am Start, die gucken zu, sind aber nicht in Spielklamotten dabei. Also die haben sich heute mal keine Schienbeinschoner eingepackt, die sind nicht mit am Start. Dafür haben wir ein paar viele ist auch gut, ein paar junge Spieler mit dabei. Also Nada spielt ja aus der U23 jetzt hier schon. Hat ja schon gesagt, hat ja auch das Freistoßtor geschossen. Ansonsten haben wir ja noch... Oh, warte, gucken wir uns das hier erstmal an. Schade. Ah, ist das Ecke? Ja, gibt sogar die Ecke, stark. Bei uns ist quasi Grochenkasten. Quasi Groch ist bei uns im Tor. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, spielt Gersbeck dann in der zweiten Halbzeit. Na, ich zeig mich jetzt hier nicht. Den will ja keiner sehen. So, mal gucken, ob wir jetzt hier ein Tor hinkriegen. Ich fände es geil, wenn Kempfi den jetzt macht. Der kommt bestimmt zum Jubeln direkt hier zu uns. Oh, Variante. Ah, schade. Zoomen, wenn ich jetzt die ganze Zeit noch zoome, oh, Quali leidet. Aber ja, also wie gesagt, Gersberg kommt dann wahrscheinlich zur zweiten Halbzeit und dann die ganzen jungen Spieler, die wir da auch mit dabei haben. Abdulatif ist dann mit dabei, Toni Rölke, die kommen dann alle zweite Halbzeit. Oh, Stream kann laufen, ich habe gerade die Info gekriegt. Okay, geil, warte, ich marschiere nach oben. Ihr seid einfach die ganze Zeit trotzdem noch dabei. Und dann switchen wir gleich nämlich zu dem anderen Stream wieder. Weil da habe ich jetzt gehört, dass es da läuft. Geil. Da gehen wir gleich hin. Na, schauen wir ganz kurz mal von hier noch. Oh, kriegt er den? Kein Aus? Oh. Na gut. Ich laufe, Freunde, ich laufe. Legendäre Übertragung, ich weiß ja nicht. So, na gut, also Freunde, ihr wisst Bescheid. Ich peitsche jetzt da ganz schnell hoch, mach den Stream hier aus und dann kommen wir direkt da zu dem anderen Ding und dann läuft es da hoffentlich. Also, Freunde, bis gleich. Einmal nochmal mich zeigen, wie ich da jetzt rüberrenne. Boah, rangezoomt. Okay, das war wild. Also, bis gleich, Freunde. Hallo.